Guten Morgen. Draußen windet es ziemlich, darum haben wir hier Unterschlupf im Trollo gesucht. Einer meiner Lieblingstexte für Ostern stammt von dem evangelischen Theologen Eberhard Jüngel. Wenn es so etwas wie Zukunftsmusik gibt, dann war sie damals, dann ist sie am Ostermorgen an der Zeit. Zur Begrüßung des neuen Menschen, über den der Tod nicht mehr herrscht. Das müsste freilich eine Musik sein, nicht nur für Flöten und Geigen, nicht nur für Trompeten, Orgel und Kontrabass, sondern für die ganze Schöpfung geschrieben, für jede seufzende Kreatur, sodass alle Welt einstimmen und groß und klein und sei es unter Tränen wirklich jauchzen kann. Ja, sodass sogar die stummen Dinge und die groben Klötze mitsummen und mitbrummen müssen. Ein neuer Mensch ist da. Geheimnisvoll uns allen weit voraus, aber doch eben da. Ganz viel geheimnisvoll und gutes Neues wünsche ich den Geburtstagskindern heute. Mein Neffe Oskar in Brüssel wird heute 15. Glück und Segen, lieber Oskar. Und euch Geburtstagskindern. So, Frau Ginger ist dann doch wieder da. Freundlicherweise hat sich sie wieder dazugesellt. Wir pausieren jetzt mal bis kommenden Sonntag, also bis zum weißen Sonntag, zum Sonntag quasi Monogenity. Und wünsche euch bis dahin weiter frohe Ostern, seid behütet. Und hier kommt ein Streifen Morgenrot für euch.